Yo Leute, was geht? Mokka hier wieder am Start und heute mal eine Runde. Wie heißt das? Hide and Seek oder so? Blockhunt? Blockhunt heißt das, glaube ich. Wir sind also so, ja, sag ich mal, Sucher, ne? Und die anderen sind verschiedene Blöcke. Und, ja, wir müssen diese Blöcke suchen. Also, die können sich verstecken, die verstecken sich und wir suchen die einfach. Und ich habe jetzt extra diesen Spielmodus ausgewählt, ganz einfach. Weil ich kenne den Spielmodus nicht. Ich kenne den nur aus anderen Videos. Also, die können jegliche Arten von Blöcken sein. Wir müssen gucken. Vielleicht sehen wir hier gleich einen Block. Da ist zum Beispiel. Oh, da ist schon ein Block. Der helfen uns sogar an. Und den bekommen wir, den bekommen wir. Der kann laufen, wohin der will. Der kann laufen, wohin der will. Ich bekomme dich. Da läuft noch einer. Den holen wir als allererstes. Wenn die sterben, dann werden die auch natürlich zu Suchern. Also da sind sozusagen wie so ein kleiner Zombie. Hehe. Hier sind die Zombies. Da haben wir den getötet. Zack, da haben wir einen getötet. Und ich habe den Spielmodus ausgewählt. Ich habe gerade Ender Games gemacht, so. Aber ich kann mich da einfach nicht konzentrieren. Also da kann ich nicht über Themen reden, über die ich jetzt reden möchte. Und zwar geht es um TTT. Für die Leute, die kein TTT kennen. TTT ist ein Gary Mod Spielmodus und wir haben es jetzt auf hey wir haben es jetzt geschafft endlich aufzunehmen mit wer war dabei Kevin.de Grandelbart Turu boah, lass mich nicht lügen wer war noch dabei Kevin.de Grandelbart Turu hey wer war noch dabei Turu Kevin Perry Kevin war dabei, Perry war dabei. Wer war noch dabei? Perry? Quizzix, Quizzix und Fabi waren noch dabei, genau. Und ich, meine Wenigkeit. Und ja, wir haben es aufgenommen. Oh, da. Da. Ey, ey, ey. Stirb, jawohl. Haben wir einen getötet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, das Ergebnis könnt ihr die Tage sehen. Also ich muss das nur noch schneiden, dann geht's los. Es hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht, den anderen hat es auch sehr viel Spaß gemacht. Und das wird ein mega geiles Ergebnis. Also ich bin echt gespannt. Ich weiß nicht, wo die sein können. Und ja, da wollte ich euch mal die Regeln erklären. Vielleicht kennt schon der ein oder andere das. Bei uns ist das ein bisschen anders. Also die Regeln werden bei uns ein bisschen anders sein. Es gibt zum Beispiel. Hey, was soll das? Irgendjemand schießt hier auf mich. Hey, wer schießt hier auf mich? Ach, da oben ist einer. Hey, der fliegt da oben. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wir haben andere Regeln. Bei uns, es gibt also Discombobulator-Granaten, die sind bei uns erlaubt. Discombobulator-Granaten schubsen alles durch die Gegend. Das heißt also, die darf man werfen, ohne dass man abgeschossen wird. Wenn einer tot ist, dann darf der natürlich nicht stehen. Das ist selbstverständlich. Wenn. Lass mich überlegen, was gibt's noch? Die Incendiary, also die Feuergranaten, darf man nicht werfen. Dann gilt man als KOS, wenn das einer sieht. Natürlich nur, wenn das einer sieht. Was gibt es denn noch? Es gibt so Explosivfässer und TNT, wo ich gerade das TNT sehe. Ah, da ist ein Block. Aua. Hör auf, wegzulaufen! Stirb wie ein Mann! Wenn man jetzt. Hä? Das habe ich nicht. Ah, ich habe den getötet. Okay, wenn man jetzt neben so einem TNT-Fass steht, dann ist man selber schuld. Also man darf das TNT-Fass anschießen, wenn das explodiert und der Typ stirbt oder Schaden bekommt, ist es sein eigenes Pech. Was haben wir noch? Lass mich überlegen. Sonst fällt mir gerade kaum eine Regel. Also wenn einer tot ist, kann nicht stehen. Das ist ja sowieso selbstverständlich. Außer halt, man darf so ein paar Jokes machen, so, das geht klar. Dann haben wir noch verschiedene Items so. Wir haben natürlich Traitor-Items und Detective-Items hinzugefügt. Der Detective, es gibt eine Silence AWP, die haben wir gesagt, die ist verboten, weil die ist zu immer. Alle anderen Waffen sind eigentlich erlaubt. Dann gibt es noch so eine Silence AWP, die ist verboten. Und als Detective gibt es eine.
gibt es eine Golden Gun. Mit der darf man jenen anschießen. Also die One-Hitted einen Traitor. Deswegen darf man jenen anschießen. Aber wenn die Person kein Traitor ist, die man anschießt, dann stirbt man selber. Finde ich ganz cool gemacht. Deswegen haben wir gesagt, die ist erlaubt. Sonst, was gibt es noch für Regeln? Ich überlege gerade. Campen ist natürlich uncool. Hey, wieso wurde ich wegteleportiert? Habe ich nicht verstanden. Nur drei Hiders, okay. Ich wüsste, wer ist. Ja, was soll ich nur sagen? Also, eigentlich ist alles so gut wie gesagt. Ich überlege, gibt es noch irgendwas, was bei uns anders ist? Detective darf auch KOS setzen, ja. Random anschießen ist natürlich verboten, außer man. Ja, was heißt da verboten? Also, wenn man einen Verdacht hat, dann geht das klar. Aber sonst, ja. Hat das sehr viel Spaß gemacht. Wenn ihr euch fragt, wann das kommt, also wann TTT kommt, wird, ich denke mal, diese Woche irgendwann kommen. Ich habe das jetzt da, wir haben 4 Stunden oder so aufgenommen. Und ich muss das nochmal zusammenschneiden. Ich freue mich schon. Zwei haben überlebt. Zwei haben überlebt. Deswegen, Leute, seid gespannt. Diese Woche TTT wird Bock machen. Wir sehen uns dann. Haut rein. Yo.